Und damit wieder willkommen zurück hier beim Herrn Lück, Far Cry 3 und 17 von 18 Funktürmen. Und das zeige ich euch gleich. Mal sehen, was für eine Waffe wir hier versteckt haben, die wir frei zugänglich haben. Oder frei zugänglich jetzt bekommen. Hier haben wir das Türmchen. Dann ist natürlich da unten so ein Blockhaus. Und eine Ruine, beziehungsweise ein Bunker ist das. Interessant, interessant. Und ein Straßendurchgangsdorf. Yes, und? Der wievielte ist es? Der 17. Juhu! Wer hat Bock? Wer hat Bock? Auf Rutschen? So, jetzt... Blick auf die Karte. Schaut's euch an. So sieht es aus, Klaus. Wir müssten eigentlich jetzt theoretisch hier hin, aber ich würde gerne noch den Küstenblick. Den letzten Turm möchte ich jetzt haben. Da gibt es bestimmt eine Errungenschaft. Es sind 1000 Meter. In diese Richtung, ne? In diese Richtung. Da. 1000 Meter. Die würde ich gern machen. Hier noch ein bisschen Aloe Vera. Jawohl, ein grünes Blatt. Das ist gut. Es sind noch 1000 Meter. Wer mit mir diese Strecke läuft, ist ein Freund. Ach, wer fährt, der fährt halt mit mir mit. Dürfte eigentlich kein Feind kommen, weil ich ja die Söldneruniform anhabe. Falls es noch keiner weiß, ich habe die Söldneruniform an. Und jetzt ist es nicht mehr so weit. Da drüben ist noch ein Außenposten. Aber... Ah, hier den Weg können wir nehmen. Können wir nehmen, habe ich gesagt. Und werden wir auch nehmen. Und dann fahren wir einfach hier diesen Weg hoch. Oh lala, oh lala. Ja, so sieht das gut aus. Ich hoffe, der endet hier nicht. Jetzt bin ich gerade so schön unterwegs. Uilala! Der Weg hat es doch ein wenig in sich. Jetzt muss ich mir erstmal einen Überblick verschaffen. Wo will ich denn hin? 500 Meter noch? Jetzt muss ich wohl laufen. Oh! Wingsuit benutzen, so ein Käse. Ach, die Spritze hätte ich mir vielleicht ersparen können. Okay. Wir kommen der Sache näher, aber ich bräuchte jetzt doch ein Fahrzeug. Etwas schneller sind. Gibt es nur Steine. Da oben ist er. Wow. Ob wir das in dieser Folge schaffen, diesen letzten Funkturm zu erobern, das wäre toll. Oder freischalten, oder wie man das immer nennen möchte. Hier gibt es wieder kein Auto. Aber es sind bloß noch 400 Meter. Die kriegen wir doch so, oder? Was ist denn das dort? Ah, das sind Jungs. Die fahren auf dem Fahrzeug. Ihr könntet mir eigentlich euer Fahrzeug geben. Wollten sie aber nicht. Wir können aber mal langsam alles ein bisschen nachladen. Okay, davon haben wir auch zwei. Davon haben wir zwei. Okay, dann hat das ja Sinn gemacht. Aber es gibt kein Gewitter. Könnt ihr mich mitnehmen? Arschlöcher. Da will man bloß mal nett fragen. Und was gibt's? Gar nichts. Ein Arsch gibt's hier. Ich habe lange kein Tier erlegt, oder? Na gut, doch, die drei Tiger. So, der letzte. Der letzte. Ach, ich freue mich. Und der Mond. Der letzte Turm. Aha, na, doch noch was gefunden, was wir mitnehmen können. Okay. Dann wollen wir uns mal... Oh, eine Herausforderung. Naja, wohl. Doch, eine Herausforderung. Aber dazu steht doch bestimmt dieses Auto da, dass man da hochkommt. Komm mal her. Du bist der Letzte, den ich habe. Thank you.
So. Das sieht gut aus. Und jetzt springen wir einfach über dich drüber. So. Hey, komm. Hier war doch irgendwo jetzt eben was mit Leiter halten, oder? Ha! Ach nee! Das war das Auto. Okay. Nochmal aussteigen. Nochmal hoch. Der Weg ist auf... So. Das sieht aber nicht so aus, als wenn es da lang geht. Nee, das sieht nicht so aus. Jetzt muss ich doch nochmal einen Blick werfen. Wie habt ihr euch das gedacht? Wie habt ihr euch das gedacht? Die Leiter ist ja wohl kaputt. Aha! Hahaha! Hast du dir so gedacht? Dachtest, ich check das nicht, hä? Wie das laufen kann. Da ist so ein Buggy wieder. Das ist bestimmt so eine Freischaltmission. Also so eine Medikamentenaktion. So, pass mal auf jetzt, wie wir das machen. Siehst du das? Lächerlich. Also, zumindest haben wir schon mal einen Überblick. Ah, cool gemacht, die letzte Aktion für den letzten Turm. Vielleicht wird es ja doch nicht so wilde. Wir klettern einfach mal durch und klettern hoch. Jawohl. So macht das Laune. Das wäre jetzt echt, das ist für mich so ein bisschen... Oh. Eine Weste. Na, das Paket habe ich. So war das. Okay, ich möchte aber auch noch diese Weste haben. Die war doch hier, ne? Oh. Naja, dann kaufen wir sie uns halt später. Huch. Ha! Gleich sind wir oben, Kollegen. Gleich sind wir oben. Und so eine Weste kann ich mir ja immer noch holen. Obwohl die echt nützlich sind, muss ich sagen. Die haben schon was. Okay. Ihr erlebt jetzt gleich einen historischen Moment. Der 18. Da ist ein Kleider, das ist schön. Da können wir dann direkt hinkleiden. Der 18. Turm. Der letzte, Platine raus, Schalter runter, hoch und rum und schaut's euch an. Ich habe alle Türme erobert. Jawohl. Und diesen Außenposten nehmen wir auch gleich ein. Oh, ein Friedhof. Das ist bestimmt eine Reliquie. Wer hätte das gedacht? Erfolg, Funkturm aktiviert. Und gibt's jetzt eine Belohnung? Ich habe alle 18. Ein Buschmann ist im Shop. 18 von 18. Das war's. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo hier mein kleiner Dingsbums ist. Trockene Palme. Das Lagerdepot. Okay. Das müsste jetzt in diese Richtung sein. Da unten müsste man es schon sehen. Können wir vielleicht noch das ein oder andere Foto machen? Wie viele seid ihr? Ich sehe gerade nur einen, der aber viel zu weit weg ist. Da gibt es nur den. Kann ich mir nicht vorstellen. Da ist der Alarm. Okay, dann nehmen wir doch... Wo ist die Seilwinde? Da einmal und... Gibt bloß die, ne?
Runter geht's. Hui. Oh, da liegt jemand. Den man plündern kann. Na klasse. Und hier ist eine Reliquie. Aha. Da! Und jetzt ist sie mir. Geht's nicht weiter. 15. Ja, das ist aber noch nicht viel. Okay, wo wollte ich hin? Eigentlich in die andere Richtung. Oh, das sieht nicht gut aus. Aha. Jetzt habe ich mich wieder verlaufen hier. Nimm mal die Spritze. Dann gehen wir einfach nochmal da lang. Nehmen uns hier ein Aloe Vera Dingens. Das hilft immer. Und dort ist doch ein Auto. Okay, der stört uns nicht. Kann ich euer Auto nehmen? Das wäre echt nett. Danke. Okay. Ich muss kurz einen Außenposten von euch überfallen. Oh. Oh, scheiße, jetzt habe ich den überfahren. Jetzt kommt die, oder? Wie fahren wir jetzt am besten? Da hoch? Oder wie? Oh, da war eine Reliquie. Und das jetzt am besten erstmal Überblick verschaffen. Erstmal gucken, wie alles da ist. Sieht aus wie niemand. Das kann ich mir nicht vorstellen. So kommt man hier nicht hoch. So geht das nicht. Ich muss schon hier. Ich muss schon da hoch. Kommt man da hoch? Oder ich muss die Straße nehmen. Das könnte auch eine Lösung sein. So, jetzt erstmal ausspionieren. Wo seid ihr denn? Gibt es da nur den Typen da oben oder was? Nee. Zweimal Alarm. Na prima. Der ist doch genau über mir, oder? Der Typ ist doch genau über mir. Wie komme ich denn da ran? Wie komme ich denn da hoch? Gar nicht, oder? Nur noch 3 Wochen, dann geht's heim. Wo ist er denn jetzt? Ach du Scheiße.
sind ja gleich zwei. Fuck. Sind ja gleich zu zweit. Na, das ist natürlich Mist. Hinter mir ist auch noch ein Alarm. Jetzt muss ich... Ja, mach doch mal ein kühles Bier. Dreh dich doch mal um, dass ich einen super Takedown machen kann. Pass auf, ich könnte Folgendes machen. Okay. Ah, Scheißalarm! Das glaube ich euch sogar. Arschlöcher. Oh Mann! So ungeduldig. Okay. Doch, man hat immer eine Chance. Geh raus, du Vieh. Na, jetzt kommt das Vieh wenigstens raus. Soll sich den Typen schnappen. Ach du Scheiße! Sehr gut! Oh. Na komm raus, komm, komm, komm. Okay, wie viel haben wir noch? Ach, daneben. Daneben. Aha, ein Scharfschütze, okay. Was ist denn da drin? Guck mal, da ist doch was. Irgendwo ist da noch ein... Da. Da ist er. Gewesen. Wer kommt von Westen? Wollt ihr mich rollen? Mist. Schön, so ist gut. So, wunderbar. Ist da noch einer? So, Schluss jetzt. Da kommt ja noch einer. Also muss ja noch irgendwo einer sein. Irgendwo ist ja noch Alarm. So. Und jetzt?
Aha. Es ist hier vorne noch einer. So. Jetzt gehörst du niemandem mehr, sondern es ist mein Außenposten. Meiner ganz alleine. Ja, ich hätte es gern ohne Alarm gemacht, aber nein, nein. Es war nicht zu ändern. Jetzt sind es nur noch 10. Jetzt sind es nur noch 10. Und ich würde gerne mal reingehen und mal gucken, wie es aussieht mit meinem... Na, das nehmen wir noch. Tschack! Gibt es hier eine Memory Card? Gibt es hier nicht. Da gab es doch eine Waffe, die man freischalten konnte. Irgendwie ein Sturmgewehr, wenn ich mich nicht irre. Die Ace, nee, die hatten wir schon, sondern... War das vielleicht eine Schrotflinte? Die haben wir auch schon. Einzigartige Waffen. Ah, oh, hier, guck mal, eine Buschmann. Oh, da brauche ich aber eine Menge... eine Menge Holz. Da brauche ich aber eine Menge Holz. Da brauche ich eine Menge Holz. Das wird so nicht reichen, habe ich das Gefühl. Okay, das wird so nicht reichen. Hier gibt es noch eine Kiste. Okay, kubanische Zigarren. Die Buschmann hätte ich ja gern mal. Hätte ich ja gern mal probieren. Muss man vielleicht erstmal alle plündern hier. Oder? Ich will die Buschmann haben. Die Buschmann, die Buschmann. So. Du noch Geld für mich? Ich bräuchte 3000, ey. Das ist echt viel. So viel haben die doch gar nicht hier, die Jungs. So gut verdienen die, glaube ich, gar nicht. Da, du kleine Leiche. Was hast du noch für mich? Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Kann ich hier ein Auto noch ausbeuten? Gibt es in der Kiste? Gibt es hier noch eine Kiste? Nee, gibt es keine Kiste. Scheiße. Aber da müssten doch noch welche liegen. Hier. Ne. Das wird so nicht reichen. Da werden wir nicht genug Geld zusammenbekommen. Wir geben das mal noch aus. Das Geld geben wir zurück. Und dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen Platz bei uns. Platt, was kostet das denn? Null, kann ich verkauft oder weggeworfen werden. Ist für... Du musst daraus was herstellen. Naja. Gut, ihr Lieben, also bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, tschüss. Herr Lücker, der Glück. Hatte Glück.